Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu doch noch einem zweiten Teil. Ich habe mehr als nur das eine Geschenk vergessen, ich habe drei vergessen. Und die wollen wir noch verpacken. Ich muss dafür aber erstmal das große Paketband holen. So, also nicht, dass er sagt, hier ist wieder voll oder so. Das ist alles, was ich jetzt demnächst noch machen muss. Das habe ich mir hier bestellt bei Amazon für mein neues Handy. Habe ich ja ein Video gemacht zum Huawei P30. Und was ist da noch? Ja, ein bisschen Sachen, was ich noch zurückschicken muss. Und jetzt steht normalerweise im Schlafzimmer vor dem Schrank. Aber da ist jetzt kein Platz, weil hier ein bisschen was weichen musste durch das Weihnachtszeug. So. Hier steht was drauf. Wartet mal, ich muss mal hier schnell den Aufkleber abmachen. So. Versuchen wir, dass ich euch das vielleicht noch so ein bisschen zeigen kann. Ich habe nämlich schon einmal reingeguckt. So, hier ist der Gurt. Hier ist der Verstärker, ist halt nur ein winzig kleiner Verstärker. Hier haben wir den Kabel, den muss ich dann noch. Ach so, scheiße. Ja, ich brauche dann halt noch so einen großen auf Kopfhörer, damit sie das dann Kopfhörer machen kann, weil das ist mir sonst zu laut. Hier dann Ersatzseiten. Ein Ohr mit bei. Dann ist hier unten drunter die Tasche, die kram ich jetzt nicht raus. Und hier haben wir dann noch CDs bzw. DVDs. Also eine DVD und eine CD und das Buch. Und hier sind auch noch Plex drin. Also eigentlich sollte jetzt für alles gesorgt sein, rein theoretisch. So, und hier ist dann halt die Gitarre drin. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Die ist verpackt. Die lasse ich auch verpackt. Vielleicht mache ich nach Weihnachten, wenn die Große das ausgepackt hat, nochmal ein kurzes Video dazu. Ich weiß es noch nicht. So. Jedenfalls musstet vernünftig verpackt werden. Und damit das vernünftig verpackt werden kann, muss ich nochmal zumachen. Ich habe es halt aufgemacht, weil bei einigen Bewertungen bei Amazon bei der Gitarre stand halt, dass es scheiße ankam oder nicht richtig verpackt war oder defekt. Und die Gitarre? Ich weiß ja nicht, wie ich die prüfen soll. Bis nach Weihnachten. Wenn sie dann halt nicht geht, dann geht sie nicht, dann muss ich sie zurückschicken. Aber auf den ersten Blick geht das mal alles. Und die haben halt auch geschrieben, dass da Dreck drin war in der Verpackung und was weiß ich alles. Und das ist hier alles nicht. Also, ich bin, also so vom ersten Eindruck bin ich sehr zufrieden. Jetzt Weihnachten abwarten. Weihnachten ist ja schon in Am Dienstag. Vier Tagen. Ja. So, das werde ich aber dann nicht streamen. Das ist klar, das ist Familienfest. Wenn meine Frau Weihnachten hier sein sollte, dann, also auch den Abend streame ich abends nicht, aber die Kleine muss ja ins Bett und von daher werden wir den abends wahrscheinlich einen kleinen Weihnachtsstream machen. Silvester will so unten bleiben mit der Kleinen. Da will ich dann zwischendurch, so wie ihr gewöhnt seid, immer mal wieder streamen. Euch zeigen, was wir zu essen haben. Sagen, wie es war und naja. Oh. United Stativ entdeckt, ja. Und ein Stück Apfel gefunden. Einen alten von gestern. Ach Gott. Kind. Juna, komm mal her, Schätzi. Komm mal her, meine Maus. Und da hat sie jetzt Apfel. Nee. Keks. Das ist ein Plätzchen. Das ist aber zu groß wahrscheinlich. Und zu hart. So, du müsstest da gleich hochnehmen, weil ich kann gleich nicht. Ich muss hier irgendwie Papier rumkriegen. Lustig, wenn Juna Kamerafrau macht. Ja, aber wenn sie mir umschmeißt und kaputt ist, ist es nicht lustig. Weil dann habe ich nichts mehr zum Aufnehmen. Ja, nicht wundern, wenn es jetzt wackelt. Die ist gerade unter der Kamera. Jetzt
Jetzt klettert sie unter, jetzt kriecht sie unter den Tisch. Ich muss mal meinen Batteriekarton hochholen. Ja, was ist das? Irgendwas hat sie. Ja. Pappe oder so. Ja, na komm mal her, Schatzi. Ja, na, Schatzi, komm. Entschuldigung, Leute. Ja. Bausteine? Hm. Bausteine geht immer. Bausteine? Bausteine, komm. Ja, du musst aufpassen, Hase, weil wenn ich jetzt hier was rumwickel, nicht, dass Juna die Rolle abkriegt. Also ich habe noch gar keinen Plan, wie ich das überhaupt hier einwickeln soll. So, okay, haben wir hier so viel? Da kann man schon mal. Könnte knapp werden. Ja, Tannenbaum. Dann würde ich das. Dann müssen wir mal gucken, ob das reicht. Ja, das reicht. Wenn ich es bis zur Hälfte mache. Und hier auch die Hälfte. Oh, das passt. Das passt. Das wird ein bisschen knapp und wird ein bisschen, naja. Aber ich wickel das jetzt einfach einmal so rum und dann nochmal so rum. Dann könnten wir eigentlich eventuell Glück haben. So, und wenn wir hier nämlich fertig sind mit Verpacken, werden meine Frau und Kind und ich losfahren. Wir müssen noch nochmal ein bisschen was holen. Oben hat sie Schimmel, meine Frau. Da muss ich dann noch was, müssen wir nochmal drauf sprühen, komischerweise. Und hier muss ich alle durchlüften. Jo. Also das ist übrigens von Rocketie. Tille. Rocketille. Rocketile. Ein Geschenkanhänger, Schatz. Ich mach das jetzt einfach mal. So. So, bis hier, wenn wir Minimum haben, gehen wir noch ein Stück, ne, so. Ach, ich habe jetzt auch nichts vorbereitet, scheiße. Da sind die Tannenzweige da oben, ne? Ich muss erstmal wieder Klebeband vorbereiten, dass das auch alles vernünftig läuft. Ja, Juna, du bleibst hier, ja? Morgen. Nenn ich nicht die Kabel. Mikrofon, Kamera, Hase, mach doch was. Jetzt richtet sie sich hier an der Kamera auf. Nein, nicht Klebeband. Dieser Film. Plaste darfst du nicht essen, das weißt du. Dieser Film ist Sie findet es bestimmt total lecker. Sie futtert auch ihre eigene Kotze. Ja, du futterst deine eigene Kacke. Ich meine? Nein. Doch, hast du früher. Ach, als Baby, Mensch. Mach dabei das. Das ist die orale Vater. Auf den Namen Juna. So. Mal gucken, machen wir das hier einfach mal fest. Teller? Oh, das ist nicht. Den lassen wir mal hier. Ist nicht wegen Gips nicht. Was? Ist nicht wegen Gips nicht? Ja. Was ist denn das? Gabel, nein. Gabel auf. Nein, nein. Gabel gefährlich. Gabel. So. Ich mache euch mal ein Stück weiter weg. Damit ihr sehen könnt, was ich jetzt mache. Ich hoffe, das wird so, wie ich mir gedacht habe. Ah, mein Blick auch nicht. Da ist die Rolle rausgefallen, Mikrofon rum. Ja. Das ist gut, dass Juna sich freut. Ja, die Papprolle ist aus der.
Kopf. Ist doch scheißegal, wie, mach ich nächstes Mal auch so und dann ist doch egal, wie es steht. Achso, reicht das für das ganze Paket, ja? Ja, ich mach einmal oben rum und einmal unten rum. Ja, laut Berechnung müsste es passen. Aber nur laut Berechnung. Ja, jetzt sieht schon wieder knapp aus, aber egal. Knappe, das wird knapp. Na komm hoch. Super! Super! Ja, aber das gibt's nicht. Ja, fällt aus wegen ist nicht. So, oh, jetzt zeige ich ein Loch drin. Egal. Also ich hoffe, ihr seht relativ was. Ich mache das jetzt einfach hier so halb im... Stehen. So, jetzt mal wieder Klebeband, bevor wir weitermachen. Um die Ecke hinten an Streifen. Mhm. Ah, hier. Gut. Dankeschön, mein Schatz. Ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, das ist bei uns jetzt momentan stressiger als sonst, also als die letzten Jahre. Na gut, vorher war auch stressig, weil Frauchen ins Krankenhaus gekommen ist. Und unsere Tochter geboren hat in 16 Stunden schmerzhafter Geburtsphase. Wovon ich 14 Stunden mit bei war. Warst du gar nicht? War ich? Ich bin abends gekommen. 10? Nein. Du warst um 5 Uhr da oder um 6 Uhr? Nein, ich war vor 5 da. Da, wo die Ärztin angerufen hat. Dann war ich danach gleich da. Hat ja schon alles vorbereitet. Ja, muss sie doch nicht. Bleibt mehr für mich. Wenn Schwiegermutter nächstes Mal Vanillekipferl macht, weiß ich, dass sie mehr für mich bleibt. Das ist sehr positiv. Ja. So. Ja, achso, was ich ja sagen wollte, warum es bei uns so stressig wird. Also, wir müssen jetzt, weil es fällt alles beschissen. Montag ist der 23. Das ist der Geburtstag von unserer kleinen Tochter. Ja, da müssen wir Samstag und heute nochmal einkaufen gehen, um noch Getränke zu holen, der Rest, was fehlt. Und Torte holen wir Samstag denn noch für sie, weil wir haben keinen Platz, um die irgendwo gefroren hinzupacken.
Frauchen macht dann Wochenende Großkochaktionen. Nudelsalat, Gurken, Nudelsalat, Kartoffelsalat, also Nudelsalat für Jonas Geburtstag, Kartoffelsalat für uns für Weihnachten, für Heiligabend. Ja, das wird dann nochmal. Ja, die Feiertage sind ja nun was länger. Ist ja nicht nur der 24. und da braucht man ja was zu essen. Und da war ja da nicht. Da war ja da nicht, beziehungsweise meine Frau nicht in der Küche stehen will, bereiten wir dann, beziehungsweise nicht wir, meine Frau bereitet alles vor. Ich trage die Verantwortung. Und die Tochter. Na, mein Schatz? Hallo. Jetzt ist sie hier unten und grinst mich an. Lassen doch, wenn sie lässt nicht zu. Sie lässt es nicht zu. Nimm ihn weg. Na, vielleicht magst du dunkle Sachen, so wie der Papi. Nein. Guck mal da. Hat die Mami. Hat die Mami. Jetzt tastet sie sich hier vor. So. Jetzt haben wir das verpackt. Die anderen Pakete wären leichter zu verpacken. Oh. Die sind nicht so hart. Die schmecken wie Brandteig. Na, ich hab nichts gesagt. Die hat halt anstatt 3 Messerspitzen hat sie ein halbes Paket Backpulver drin geklatscht. Ich hab nichts gesagt. Ich hab, weil sie hat mich davor noch gefragt und ich hab sie beantwortet. Was MSP ist. Weil Messerspitze. Und ja. sie klatscht ein halbes Paket drin. Ja, viel hilft. Das hat sie auch gedacht. Sie hat gedacht, das wird dann besser, kommt dann besser hoch. Sag ich, und wie gut ist es jetzt hochgekommen? Sehr gut. Ja, muss erzählen, von wem du redest. Achso, von meiner Tochter. Von der Großen. Also, ich erzähl's euch, pass auf. Meine große Tochter wollte für die Schule Plätzchen backen. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir. Sie wollte es aber alleine machen. Und ich sagte, auch okay. Kein Problem. Und hat sie mich gefragt, was ist, also ich war mit bei und sie hat gebacken. Und dann hat sie mich gefragt, was ist MSP im Rezept? Und da hat gesagt, eine Messerspitze. Und da habt ihr auch erklärt, was eine Messerspitze ist, die Spitze von einem Messer. Und habt so gefragt, hast du das verstanden? Ja, klar. Ja, und dann hat sie ein halbes Paket drin gepackt. Darin. Ich hab nichts gesagt. Beim nächsten Mal macht sie den Fehler nicht mehr. Beim nächsten Mal macht sie nicht mehr, genau. Ja, aus Fehlern lernt man. Ich kann ja nicht alle. Sie muss ja, vor allen Dingen habt ihr ja vorher auch noch gesagt, ihr habt. Ja, irgendwann ist ja der Papi nicht mehr da und kann helfen. Oder die Stiefmama Patricia. Ups. Kamerafrau war wieder da. Kamerafrau, Mensch, on Tour. Hase, du liebst mich doch, oder? Ja. Liebst du mich doll? Was willst du? Könntest du mir ein Energy aus der Küche bringen? Du brauchst kein Energy. Doch, ich brauche ein Energy. Du hast auch gerade ein Energy getrunken. Die ganze Küche nicht. Du brauchst kein Energy. Ich habe geschlafen die Nacht. Ach, deine Augen sagen was anderes. Sie sind ganz dick und verquollen. Meine Augen sind dick und verquollen? Du hast eine Pulle Schnaps geleert oder ja, so. Ja, das kommt vom Schnaps. Das ist vom vielen Heulen. Weil ich nichts zu essen kriege und an einer kurzen Leine gehalten werde hier. Ich darf ja nur für Videos hochkommen aus dem Keller, sonst wäre ich im Keller eingesperrt. Ich darf nur für Videos hochkommen und ich wollte eigentlich einen normalen.
Ein Kong. Jetzt willst du auch mal, stellst du Ansprüche? Ja, bitte. Den kann ich früh nicht trinken. Im Speis meines Angesichts bringe ich dir. Ja, den Apfel kann ich früh nicht trinken. Der ist zu sauer, dann kriegt gleich Sodbrennen. Der ist total lecker. Der ist Billig Energy von Aldi. Kostet 49 Cent die Dose plus Pfand. Was? Günstig. Günstig. Der ist voll günstig. Preiswert. Aber wenn ich den zu spät abends und zu früh trinke, dann kriege ich halt fette Sodbrennen davon. Dankeschön, mein Schatzilein. Das ist sehr lieb von dir. Ach, hast du dir auch schon wieder eingenommen? Nein, ich habe nur Jona gezeigt, was ich dir gebracht habe. Ja, ja, du nimmst sie eh und haust sie wieder ab damit. Ja, die an Energy momentan wegsäuft, ey, das ist nicht, geht auf keine Kuhhaut. So. Scheiße. Möchtest du auch was trinken, mein Schatzi? So, einmal. Scheiße, das wird nichts. Doch musst du wieder diagonal einpacken. Also, ich kann es nicht diagonal einpacken. Der muss ein anderes Geschenkpapier nehmen. Ein zweifarbig oder was? Ja, oder hättest du zwei Rollen von dem holen müssen? Ich habe nicht hochgeguckt, aber da stand 2 Meter. Ich habe gedacht, 2 Meter ist das doch. Hier war auch ein Geschenkpapier online drauf. Ja, hier sollen angeblich 2 Meter drauf sein. Ich krieg nichts mit davon, dass es 2 Meter sein sollen. Juna hat mitgezählt. Juna hat mitgezählt. Ja, das ist gut. Ich habe hier noch das, aber. Nein, das nicht. Das passt gar nicht. Sternchen und Weihnachtsmänner. Ist doch scheißegal, ich will noch nicht neu anfangen. Hast du noch ein anderes, was hast du noch da? Ja, ich hab noch eins, aber das ist nicht offen. Das ist doch wurscht. Nee, das ist nicht wurscht. Ich pack mir nicht wieder ein halb offenes Paket hier irgendwo hin. Erstmal gucken, ob das vielleicht ausreicht. Mami macht dir Platz. Scheiße. Alles vollgestellt hier. Ja, komm. Super. Also 2 Meter sind auch nicht mehr 2 Meter, mal. Bin ich immer der Meinung. Also früher waren es 2 Meter länger. Ich hab's. Ahaha, guck mal. Also. Das reicht. Das reicht für eine Seite. Da muss ich nur aufpassen. Muss ich nur aufpassen, wie ich es hinstelle. Dann mache ich das halt auf die Rückseite und vorne was anderes. Juna, Schatzi, nein, da nicht. Ach scheiße, ich hab noch das große, was ich einpacken muss von Muttern. Für Muttern. Ja, das kannst du aber nicht aufnehmen, sonst. Ne, das kommt, plane ich ja sowieso. Das kommt erst am 23. online. Dann mache ich das Video halt am 25. Scheiße. Hörer? Oh, wir haben nämlich vergessen, nochmal Geschenkpapier zu holen. Du hast noch welche oben, hast du gesagt, wa? Ich habe noch, ja. Was hast denn du noch oben? Ich habe Merry Christmas. Und ich habe lustige Rentiere. Hast du noch das Rote? Das Rote hast du doch mitgekauft, was ich hier habe. Das Christmas habe ich geholt. Merry Christmas. Na, du hast aber das Rot-Rot-Weiße, was ich hier habe, das hast du auch. Nein. Ich hast nicht, okay. Scheiße. Nun, nein. Ja, dann mach ich damit was anderes. Fuck. Ja, dann muss ich das Goldene anfangen. Ich weiß, Rot-Gold ist scheißegal. Hallo, hallo. Habe ich halt angefangen, eine Packung wieder. Wie viel hast denn du von deinem? Hast du noch eine komplette Rolle? Von den lustigen Rentieren, ja. Gut, weil ich glaube, ich brauche dann einen Kopfhörer auf. Weil ich glaube, ich brauche da dann eine komplette Rolle quasi. Für das, was für Muttern ist. Nee. Hast du das mit Karton oder ohne Karton? Du hast ohne Karton, wa? Beutolomäus Sack gibt's ja auch nicht mehr. Haben sie auch beim Kika gestrichen.
Die Schweine. Ja, schmeißen sie Paddy raus. Bei Super RTL. Und dann wird Beutonomäus, haben sie hoch vor die Hand lassen. Oder davor, das ja schon. Tigger bleibt jetzt am Baum und knallert die Äste an. Oh, echt? Ja. Tigger, weg da! Na, Scheiße. Ja, ach, Mausi will sich. Ja. Nee, sind ja, darfst du nicht mehr mit bei sein. Da ist er dann ein wenig größer und aufnahmebereiter. Da habe ich noch gar keine Ahnung, wie ich das dann machen soll. Nachts? Nachts. Statt zu streamen. Was, statt zu streamen? Wie? Nein. Oh, puh. Hat sie Furz, wa? Ihr glaubt ja nicht, wie die furzen kann. Nein, muss ich da jetzt auch raufkleben, dass es für die Große ist? Oder kann man sich das nicht denken? Ja, lasst mich ruhig alleine. Stinkt mir die Bude voll und haut dann ab. So. Ich muss dann unten, zum Schluss muss ich dann unten noch das Goldene und das Rote ein bisschen verkleben, damit das dann nicht hin und her wackelt. Ach, im Schlafzimmer ist Fire TV noch an. Bei mir an der Tür. Kannst du im Schlafzimmer noch Fire TV ausmachen? Steckdose? So. Mein Handy die ganze Zeit vibrieren. Ey. So. Also das ist hier auch besser geworden jetzt hier oben. Ich weiß nicht, eine Seite kriege ich immer super hin und die andere nicht. Gott, das ist ja geil geworden jetzt hier oben. Leck mich am Arsch, ist das gut.
glaube, die Große ahnt auch was. Deswegen werden wir das Geschenk nicht gleich hinpacken. Also es kommt nicht unter den Baum. Das Geschenk werde ich erst verstecken. Beziehungsweise ich bin ja mit den Kindern dann draußen. Frauchen packt das alles hin. Und das kommt versteckt vorher. Und wenn die Bescherung dann zu Ende ist, weil ich glaube, sie ahnt was. Ich glaube, sie ahnt was. Sie hat sich ein bisschen mal verraten und ein paar Spitzen hier geschmissen. Und wünscht sich noch irgendwie Gitarrenzeug und so. Weil du hast doch gar keine. Ja, aber für die von der Schule. Hm? Und deswegen wird das dann erstmal weggepackt. Und dann kann sie erstmal auspacken. Und dann wundert sie sich, dass keine Gitarre mit bei ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie denn was sagt. Ob sie sagt, ja, ist das schon alles oder kommt da noch was? Weil es ist wirklich viel. Ja. Und wenn sie dann wirklich fragt, kommt da noch was, dann weiß ich, sie hat mich belauscht oder hat irgendwas mitgekriegt. Also meine Videos darüber guckt, kann sie nicht gucken, weil die sind gar nicht, gibt's ja nicht. Das ist jetzt gibt's Videos dazu, ja. Aber die werden ja geplant, also die kann sie ja nicht vorher gucken, das geht nicht. Obwohl, können wir gleich größere abmachen. Ich könnte das auch einmal komplett rumwickeln, aber dann kann ich das nicht so schön dosieren. Muss ja auch nicht alle, kann ja auch Lücke mit bei sein. Aber ich muss halt hier genau die Mitte treffen. Und wenn ich hier einmal nur so grob drumrum mache, kann man die Mitte nicht gut treffen. So. Wie jetzt haben wir sie. So. Wenn ich nicht so Angst gehabt hätte, nach den Bewertungen, dass hier irgendwas schief läuft. Hätte ich gesagt, ey, ich will das als Geschenk haben bei Amazon. Und dann wäre das schon verpackt gekommen. Hätte mir viel das erleichtert. Ah, Knick drin. So. Oh Gott. Oh, ein Band mache ich aber jetzt nicht noch extra drum. Leck mich mal. Ich bin froh, dass ich das verpackt habe. Ey. Ist schon wieder mein Stift geklaut. Oh, ich habe hier so ein kleines Kramfach auf meinem Tisch. Da sind Kopfhörer drin, eine Taschenlampe, alles, was man mal schnell so erreichen muss. Eine Schere, die hier nicht hingehört, die eigentlich in der Küche gehört. Und dann fragen sie mal, wo sind alle? Und ich habe hier eigentlich auch Stifte drin. Die ich jeden Tag aufs Neue wieder hier reinmache. Jeden Tag. Also wenn ihr euch fragt, warum, wie ich das auseinanderhalten kann. Das ist in der Mitte, innen drin grau. Das ist die Küchenschere. Das ist in der Mitte blau. Das ist die Wohnzimmerschere. Die gehört hier rein. Die andere nicht.
Ah, hier haben wir Stifte. Ja, das sind aber nur die. Ach, jedes Mal kommen meine Stifte weg. Die Große oder Patricia, irgendeiner mopst immer meinen Stift oder Stifte und dann packt er sie nicht wieder zurück. Und dann liegen sie wieder irgendwo rum. Ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal. So. So, und jetzt müssen wir hier noch. Einen Klebestreifen durchfriemeln und anbammeln. Dass hier auch ja nichts wegkommt. Wird schön festgeklebt. So. Puh, leckt mich am Usch. Dann haben wir das fertig. So, und bis meine Frau jetzt kommt, das sind die Weihnachtsgeschenke für die Katzen. Hier packe ich mein eigenes Weihnachtsgeschenk auch noch ein. Hier den, das ist der Stick, den ich mir geholt habe, damit man an der Switch mit einem PlayStation-Controller ran kann. Oder auch Xbox-Controller, geht alles. Wii U-Controller, geht auch. So, jetzt kann ich euch runterrichten. Mal gucken, wo haben wir denn am wenigsten? Von dem Schwarzen haben wir am wenigsten. So. Brauche ich nur einen Streifen abschneiden. Und Oma weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Beziehungsweise Omas. Beide Omas bekommen was. Und mein Schwager bekommt Owat. Ist das Schwager? Also der Bruder von meiner Frau? Ja. Also falls er das sieht, ich grüße dich, Andi. Bereite gleich wieder mehr vor, weil kommt ja danach noch ein Geschenk. Mach's diesmal auf der Kante. Zack. So.
bin jetzt hier zu faul zum Schneiden. Zack. Boah, geil. Mit den Kleinen krieg ich's hin. Ich glaube, ich kaufe nur noch kleine Geschenke. Ab nächstes Jahr gibt's dann nur noch Gutscheine. Mache ich alle in so einen kleinen Karton drin. Schreibe auf jeden Gutschein irgendeinen Namen drauf und dann können sie zusammen irgend so ein Ding auspacken und Ruhe ist. Seiten hier verstärken, weil das ist, die Pappe ist so stark, die kommt nur wieder hoch. So. Ja, bei den Karten ist echt beschissen gewesen, bei denen hier. Du hast irgendwo da drinnen die ganzen Goldbänder, da machst du einmal auf, dann sind die weg. Bei den anderen neuen, da ist es wenigstens da. Jetzt habe ich das nebeneinander geschrieben, ja, scheißegal. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Band. Nehmen wir Gold hier. Haben wir gleich hier gerade so ein Fitzelchen Gold. Eine Idee habt, wollen wir nicht abschneiden. Sieht aus wie eine kleine Palme da oben. So, aber dann haben wir das verpackt. So, dann würde ich jetzt hier kurz einen Cut machen. Ich bringe schnell das große Geschenk und das kleine hoch zu meiner Frau in Sicherheit. Ach scheiße, Schwiegermutter kommt ja. Die darf ja dann nichts sehen.
Ja, dann hast du Kinder und nur das Schlafzimmer, aber da muss dann tabu sein. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir sind dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Ach Quatsch, ich bin bescheuert, ey. Nein, ich mache einen kurzen Cut. Ach Gott, Entschuldigung, Leute, es ist nicht mein Tag heute. Ich mache einen kurzen Cut, ich hole schnell noch Geschenkpapier und dann wickeln wir noch was ein. So, da bin ich auch schon wieder. Was habe ich denn hier? Sollte das klappen? Ich habe jetzt von meiner Frau noch was die kriegt. Also Geschenkpapier. Müssen wir uns jetzt nur noch Klebern vorbereiten. Und dann können wir los. Nein. Also liebst du mich? Ich hol dir kein Energy. Nein, ich habe ja noch mein Energy. Du brauchst mir kein Energy holen. Ich frage nur, ob du mich liebst. Du musst das hier dringend mal fegen. Ich weiß. Kommt nachher dran. Jetzt bin ich ja hier noch mal einpacken. Liebst du mich, Schatzi? Oh Mann, was denn? Ja, ich frage doch nur, ob du mich liebst. Du weißt doch, was du für mich immer machen musst mit der ruhigen Hand. Also nicht das, was ihr denkt. Ich habe heute gekriegt. Steckdose, aua. Nee, nicht Steckdose. Das ist, habe ich gekriegt. Das ist keine Steckdose. Nein. Steckdose, nein. Hasi? Großes Aua. Was ist das? Das ist Glas. Eigentlich müsste das sein. Das ist Glas für das Huawei P30 für die Kamera. So, auf ein Paket warte ich noch. Und dann kann es, wenn es das noch vor Heiligabend schafft oder vor... Heute noch, dann kann ich auch noch mal ein Video machen. Ohne wir einkaufen, normal. Darf ich das zeigen? Weil man sieht sie ja drauf. Das kennt sie. Das kriegt die Oma. Also meine Mutter. Schatzi hat für ihre Mutter ein anderes ausgesucht. Wir haben das unabhängig voneinander gemacht. Und ich fand das halt toll, weil das ist das Gleiche, was ich habe. Und Schatzi hat dummerweise auch das Gleiche genommen, was sie hat, oder? Nee, du hast ein anderes genommen, aber so hochkant. Ja. Wir haben mehrere Fotos hier hochkant sind. Ja, wir haben mehrere. Ich weiß nicht, mir war so, als wenn das ist, das, was du hast. Na, egal. Und das ist halt vom Fotografen, was ich euch erzählt habe, wo wir hingefahren sind. Ja, und... Da unten steht auch der Name, das ist auch auf Leinwand. Dafür haben wir bezahlt Geld. Darf ich das sagen? Nicht, dass wenn die Omas jetzt zugucken sollten oder später zugucken. Lieber nicht sagen, wa? Weil Geschenke. Nee, das sagen wir lieber nicht. Was ich euch verraten kann, es war viel günstiger, als es eigentlich kosten sollte. Also normalerweise für ein so ein Bild in der Größe, was wollten sie aus Holzrahmen? Ich glaube 33 Euro oder so. Ja. Wir haben... Weniger bezahlt, etwa die Hälfte. Hast du doch den Preis gesagt? Ich habe den Preis nicht gesagt, habe etwa gesagt. Das kann drüber, drunter sein. Ich habe es nicht explizit gesagt. Shit. Wie machen wir das jetzt? Machen wir anders. Machen wir so. Bild mal kurz beiseite. Oh, ich hoffe, das schafft's. Ja, doch. Ach, das reicht dicke. Das reicht dicke. Denke ich. So. Guck mal, also das reicht dicke, oder? So, ja, das passt doch. Dann können wir das hier gleich abschneiden.
Da bleibt dir sogar noch was Papier übrig, Hase. Von Xiaomi. Von Xiaomi. So. Jetzt machen wir das einmal mal so. Ich mach das lieber so. Hab mir da jetzt einen Schlachtplan gerade mal so zurechtgelegt. Wir müssen auch noch bei unserem Vermieter vorbei, weil bei Schatzi in der Wohnung ist, kommt irgendwie Schimmel. Obwohl sie lüftet, alle drum und dran. Die Substanz wahrscheinlich nicht so gut. Und unterm Dach halt, ne? Ja, und ne, du hast unterm Dach die Wohnung, ja. Na, wenn die hier neben mir ausziehen, vielleicht doch, dass du denn wegen dem Schimmel runterziehst, wegen Juna? Weil das bleibt ja denn alles gleich. Wir müssten halt nur alles. Nur im Winter. Ja, im Sommer hast du nichts. Im Sommer habe ich nichts. Das war vorher ja auch so. Im Winter kommt der Schimmel bei ihr, also Anfang vom Winter. Dann bekämpfen wir den, der ist dann auch komplett weg. Nein, nicht komplett weg, man sieht halt Flecken, aber er ist weg. Und bleibt dann auch weg bis zum nächsten Jahr Winteranfang und dann kommt er wieder durch. Aber auch nicht so, dass es so nach und nach so ein bisschen dunkler wird. Nee, das ist komplett. Wir haben da extra so ein Schimmel-Ex geholt im Baumarkt, haben sie uns beraten. Das ist nicht so aggressiv und das frisst den Schimmel irgendwie auf und keine Ahnung. Und das ist wirklich, denn, also man sieht so eine helle Stelle, wo er war. Und das bleibt so. Ein knappes Jahr. Und dann von heute auf morgen, dann, oh ja, pff. Nicht wahr, Schatz? Vielleicht sollten wir auch umziehen, Hasi. Woanders hin. Ja, bei mir spukt es ja eh. Genau, bei dir spukt es ja eh. Siehst du, das ist eine gute Idee. Wo ziehen wir hin? Nein, ich ziehe nicht nach Berlin. Nach Timbuktu. Wo uns keiner kennt. Nach Timbuktu, wo uns keiner kennt? Was willst du denn da? Wohnen. Da kennt uns ja denn keiner. Wo soll ich denn mal hingehen, wenn ich raus will? Ja, wenn ich mit Menschen treffen will? Gehst du auf den Markt. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du willst dich ja nicht mit Menschen treffen. Oder ja, tja, jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich dir die Pointe vorher weggenommen. Das ist jetzt meine Pointe. Okay. Ja, ich bin gleich fertig, also ist dort das Letzte. Trau mich halt hier nicht mit dem Klebeband so doll aufzudrücken. Ich habe Angst, dass ich durchs Bild durchmache. Du sagst doch mal, ich bin ein Grobmotoriker. Was ich nicht verstehen kann. Wie du sowas zu mir sagen kannst. Aber ich mache hier kein Geschenkband rum oder so. Geschenkpapier und. Nein. Da habe ich viel zu viel Angst, dass mir irgendwas kaputt geht. Warum guckst du so skeptisch? Was ist denn los? Hier, hast du Rolle. Ich taufe dich auf den Namen Pfirsichblüte. Guck, guck. Oh, das hat dir Angst gemacht. Hier. Hat dir keine Angst gemacht, die waren nur skeptisch, weil sie es nicht kennt. So. Nein, ich
bitte bleib liegen. Was ist das denn im Auge? Du hast den Kübel am Auge? Was? Wo kommt der her? Was? Was erlauben du dich, Strunz? So. Da? So, haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Karte. Da schreiben wir rauf für Oma Ramona. Oder? Schatzi? Ja. Für Oma. Aber eigentlich ist es ja nicht deine Oma. Es ist deine Mutter. Ja. Für Mama. Da weißt du doch, wer das ist. Ja, die sieht es auch, wenn sie meine Klaue sieht. Aber sie ist ja jetzt nicht mehr Mama, sie ist ja jetzt in erster Linie Oma. Also Oma. Und auf den Geschenken war das immer so, wo die Kinder noch kleiner waren, also meine Große und meine Nichte, da stand dann immer Oma, Opa, Papa, Mama. Damit die Kinder, wenn die das greifen, im Sack zuordnen können. Jetzt ist es für... Norm, das ist für Daniel, das ist für Onkel Norm. Das ist halt ein bisschen, wenn du alleine feierst, okay, aber wenn du mit mehreren feierst, teilweise manchmal ein bisschen schwierig. Weil ich bin ja Onkel Daniel und gleichzeitig auch Papa. Was haben wir denn? Nee, Quatsch, haben wir da? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal meine Mutter fragen, was wir da aufgeschrieben haben. Das ist schon wieder so viele Jahre her. Die Große ist ja jetzt auch schon 12. Die Zeit vergeht so schnell. Viel zu schnell. Viel, viel zu schnell. So, ich bin fertig. Oh Gott. So. Und wir haben das letzte Geschenk verpackt. Es ist Freitag, der 20. Dezember. Ja. Morgen einkaufen, heute einkaufen, Sonntag kochen, backen, alle drum und dran. Montag Geburtstag. Dienstag Weihnachten. Also, da steht uns noch was bevor. So, ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, ist ja klar. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch alle Links, ich werde euch die Webseite, wo wir das hier das Bild gemacht haben, verlinken. Ich werde euch, ich werd unter dit Video einfach auch mal alle Geschenke drunter klatschen. Also, für die Leute, die das andere nicht gesehen haben, dann könnt ihr das euch angucken. Oder falls ihr euch jetzt einfällt, ach, der Stick. Oder ach, der Dreirad. Oder ach, Zubehör für die Gitarre hat er ja auch geholt. Und könnt ihr gleich hier unten drunter den Link. So, ich bin dann jetzt mal weg. Ich wünsche euch allen schon mal ein frohes Fest. Ich mache auch noch mal ein separates Video dazu. Aber trotzdem wünsche ich euch allen ein frohes Fest. Einen fleißigen, dicken Kerl in Rot. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Stream oder Video. Ich verabschiede mich. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.